So, wie viel haben wir noch? Oder haben wir wieder welche? So rum eher. Glas, Glas, da. Jo. Und, jo. In der Mitte nicht. So, zwei, vier sollen noch und dann müssen wir es noch engraven. Und dann haben wir die erste Ebene fertig von 10. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machbar. Erste von 10. Aber die wird so schön aussehen, wenn die nachher fertig ist. Da müssen wir dann zumachen. Wir müssen eigentlich erst drinnen alles engraven. Dann müssten wir zumachen. Ne, müssen wir nicht. Wir können auch erst alles engraven, danach irgendwann mal zumachen. Wir müssen danach in die nächste Ebene gehen. Dann müssen wir hier buddeln. Da wollen wir von oben channeln, können wir ja nicht. Ne, doch, müssen wir ja. Wir müssen ja alles channeln, wo wir hier rumlaufen, weil sonst haben wir ja, sieht nachher keiner diese Bodenplatte, weil da ist ja dann die Glaswand sozusagen immer dazwischen. Man sieht es nicht, wenn man das stehen lässt. Also man könnte jetzt auch theoretisch da, wo die Wände sind, das auch stehen lassen. Da können wir auch, ne? Was hier unten alles weggraben, sieht ja keiner. Und ich weiß das auch nicht. Alles gut. Trotzdem müssen alles channeln. Wand setzen? Nein. Das funktioniert nicht ganz, ne? Doch, funktioniert schon. Wir können alles channeln. Bis auf diesen Abschnitt hier. Die müssen wir lassen. Dann kommt die Wand, die dann auch engraved werden muss. Dann können wir den letzten Rest hier channeln. Wand, dann ist hier dicht. Und dann sind wir auf der nächsten, können wir auf der nächsten Ebene genau dasselbe machen. Weil wir müssen ja auch dies, wenn wir alles hier nämlich engraven, muss ja diese Wand, die wir dazwischen bauen, auch engraved sein. Aber wir müssen das ja zumachen, auch auf beiden Seiten, weil genau hier ja das Wasser nachher auch runterlaufen soll. Das Einzige, wo wir uns nachher am Kopf machen müssen, ist hier, wo der Durchgang ist. Da muss einmal das Wasser sozusagen links und rechts vorbeilaufen. Weil irgendwie müssen wir in die große Halle kommen. Aber ansonsten ziehen wir hier sozusagen die Wand auch hier auf der Seite durch. Geht ja gar nicht anders. Das Einzige, was wir dann haben, ist nach unten ein riesiger Berg an Steinen, weil wenn wir jetzt 10 Ebenen Gestein da unten sammeln, aber das ist nicht schlimm, das haben wir in der letzten Festung ja auch gemacht, dann wird das gedammt, irgendwo hingeschoben und fertig. Und warum haben wir zwei miesgelaunte Zwerge? Weil wir wieder voll Bock darauf haben, nochmal, keine Ahnung, jetzt einen Zwergenknochen Rüstungsständer zu haben, passend zum Waffenständer, welches finde ich voll cool. Also von mir aus können die Zwerge alles Mögliche aus ihren Kollegen herstellen. Wir brauchen mehr Schlafzimmer, ne? Das nächste Problem hier. Also, ihr seid doch zugange, ne? Tetrahydrit, Edelsteine. Silber, klar. Magnetit! Oh, hier ist Eisen. Endlich mal. Das waren die anscheinend nicht viel. Aber hier ist Eisen auf der Ebene. Aber wirklich nur an der einen Ecke anscheinend. Hauptsache, wir haben hier wieder Silber. Ich glaube, wir müssen wirklich irgendwann irgendwas ganz Riesiges aus Silber bauen. Kann ich mir die nächsten Wochen noch einen Kopf drüber machen, solange wir noch das Glasding bauen. Denn irgendwas muss in den nächsten Monaten dann aus dem ganzen Silber gebaut werden. So, jetzt sehen wir wieder alles intakt. Viel Spaß, die Miner sind beschäftigt. So, haben wir das jetzt?
jetzt noch hier für Wall? Nein. Doch, Wall, natürlich. Glas. Die Zwerge mit dem Glas liegen aktuell ein relativ brauchbares Arbeitstempo am Tag, oder? Gucken. Geht mal gucken, ist da keiner, ne? Vielleicht auch nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, warum das Glas hier nicht drin ist. Der ist hier extra dafür. Ach, scheiße, das hab ich ja. Ich habe da draufgeklickt und deswegen ist es jetzt als Furniture geworden, ne? Weil ich hier draufgeklickt habe. Das überschreibt den ganzen Scheiß dann, ne? Kacke. Auf alle Fälle sind ja keine Artefakte rein. Aber es ging doch gar nicht darum. Es ging doch um die Bags, ging das doch nur. Bag, da sollten doch nur alle, warte, nichts rein, außer, warte mal. Gar nichts rein, außer Sandbeutel. Aus Leder, Seide und Garn. Deren Qualität mir egal war. Ja, und dafür warst du doch da. Und du bist der, wo genau die Glasblöcke hin sollen, die auch nicht da landen. Warum auch immer. Wo landen die denn dann? Ah nein, stimmt, bleiben ja in den, warum auch immer, in den Schmelzen liegen. Da war was. Ja, Food ist noch genug, Trink ist noch genug. Wir haben drei Felder. Das einzige Problem, das wir haben könnten, wenn guck mal, das Feld, das wird schon wieder nicht abgeerntet, wie es aussieht. Sweet Pots haben wir schon wieder. Warum haben wir für die Sweet Pots schon wieder keine Samen? Das ist doch doof. Da machen wir Dinkelkappfelder. Ist mir auch egal. Was ist denn aus dem Sweet Pot Seed schon wieder geworden? Nee, nicht Stocks. Labor, Kitchen, Seeds. Das einzige, von dem wir viel haben, sind die Pigtails. Plumpelmets auch nicht. Wird schon gut gehen. Wir bleiben optimistisch bei sowas. Ansonsten, wir haben immer noch genug Tiere, nur vielleicht gibt es halt wieder eine reine Fleischdiät. Käse kaufen wir ja. So, wie sieht es jetzt hier aus? Sommer in der Wüste. Und es kann gar nicht hauen. Deswegen. Glaube ich. Hat es ausgemacht? Ja. Alarm. Irgendwas ist in der Cavern jetzt zusammengebrochen. Es brennt hier schon wieder oder sowas. Keine Ahnung. Die Hoffnung ist, dass dann jetzt vielleicht draußen das jetzt auftaut. So. Deswegen taut es dann nicht mehr auf. Okay, hat sich das auch geklärt. Wenn ich das wieder anmache. Dann gefriert es auch nicht mehr. Also war unsere Wüste schon immer gefroren. Es war nur aufgrund des Feuers. Hatte ich ja die Temperatur mal aus und wieder angeschaltet. Und das muss in dem Winter gewesen sein. Dann ist es halt gefroren geblieben. Da haben wir natürlich erstmal ganz, ganz, ganz viel Wasser. Könnt ihr bitte jetzt nicht hier unten planschen und gleich ertrinken oder sowas? Wäre voll cool. Jetzt kam gerade ein bisschen zu viel Wasser runter, ne? Ein bisschen voll hier unten. Okay, F2 ein bisschen überfluten. Deswegen gehen die Frames jetzt runter wegen dem ganzen Wasser.
Jetzt nicht mehr wegen der Temperatur, jetzt wegen Wasser. Dangerous Tower, ja. Ganz gefährlich. Und hier ist Wasser. Construction Wall. Glas. Da auch noch. Glas. In der Mitte aber nicht. Dann haben wir das. Und dann. Da schicken wir irgendwelche Miner mal kurz den Gang lang. Channel. Ja, das müsste klappen. Dann haben wir nämlich dann hier den Ring sozusagen einmal drumherum. Ich habe gerade überlegt, ob man unten einfach das alles wegminert. Und dann hier oben bräuchte man nur hier am Rand einmal channeln. Dann ist das ja freischwebend und ploppt dann als ein Teil runter. Die Sorge, die ich mir da nur habe, ist, wie viele Zwerge stehen in dem Moment, wenn so eine riesige Bodenplatte runterfällt, da drunter bzw. da drüber. Also wie viele Zwerge kostet es uns, das einfach mal zu machen? Wir werden das herausfinden. Na komm, irgendein motivierter Miner. Okay, du magst eine Einheit. Das ist, warte mal, das müssen wir anders machen. Ne, hier kann ich noch nicht channeln. Dafür muss erst engraved werden. Vorher darf ich hier drin ja nicht channeln. Also brauchen wir erstmal alle Wände, alle Mauern hier drei drinnen. Dann können wir das hier alles engraven. Hier draußen sozusagen einfach schon mal, damit irgendjemand schon mal anfängt. Während andere Zwerge gleich noch die Mauern holen, können die ersten schon mal los engraven. Mit halt Bildern von den Zwergenknochen, Waffenständern und so weiter. Du hast angefangen zu arbeiten, das ist gut. Warum kämpft hier ein Miner und wenn ja, gegen was? Ach, dir ist bestimmt was auf den Kopf gefallen oder so, ne? Okay. Das wollte keiner wegchanneln. Warum? Immer. Ist noch an irgendeiner Stelle? Nein. Okay. Jetzt sind sie halt alle am Durchdrehen hier. Ne? Da ist ein Bild von einem Spielzeughammer drauf. Bild von einem Waffen. Also im Weaponwerk haben wir schon mal ein Bild von. Schon ist aber nichts drauf von dem. Da ist auch ein Amethyst-Weaponwerk entstanden. Persönlicher Schatz, ja, warte mal. Gibt keine persönliche Bereicherung hier. Wenn es passt, kommt es hier hin. Da war ein Weapon Rack. Ach da. So, tak, Feier, weil die sich bereichern dürften. Los, ihr Zwerge, arbeitet! Wäre aber auch voll cool, wenn ihr die Mauer umsetzen würdet. Weil ihr gerade alle schon mal hier seid.
Das müsste ein wertvoller Raum werden. Und ja, ich weiß, der Wert, der bezieht sich immer nachher auf der Ebene, wo es designiert wurde. Aber das ist mir egal. Die Menschenkarawane ist da. Wen interessiert denn jetzt die Menschenkarawane? Ist niemand hin? So, irgendwas hier mal hinbringen. So, finished. Ihr seid nicht da. Ne, das sind Bars und Blocks. Ich will ja keine Bars und Blocks und keine Munition verkaufen. Ja, nix. Wir haben eine Kiste. Entschuldigung. Hier gibt's heute nichts. Kein Mensch hat heute Bock. Kein Zwerg hat heute Lust. So. Also, wie schaut es jetzt hier aus? Los, komm, die letzten 3,5 Säulen noch bauen und engraven. Dann lassen wir das Ding hier gleich noch einstürzen. Und dann ist heute Feierabend. Es ist 11 Uhr. Dann sind wir doch hier, bis wir das hier fertig haben und so weiter, ist es dann so viel nach 11, halb 12. Ist doch super. Ja, scheiß auf diese Karawane. Ja, nicht von einem Menschenhändler. Ich verstehe eh nicht, warum wir die Pigtails nicht haben. Weil wir davon mehr als genug haben müssten. So, das kommt. Die letzten Mauerstücke noch. Ihr seid doch alle hier. Ihr seid gerade alle unbeschäftigt. Arbeitet. Tak, 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 tak. Wie die Irren. Tak, 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 tak. Weiß nicht, warum ihr gerade Luft habt, aber es ist voll super. Tak, tak, tak. So, und jetzt. Alle sollen. Jetzt kommen sie erstmal wieder. Erstmal nur zwei. Was kommt mehr? Wo haben wir die jetzt? Ah, nach und nach werden es mehr. Wir müssten aber eigentlich auch, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, jetzt sind die ganzen Pigtail-Seeds wieder da. Die Plumpheimmel-Spawns wurden jetzt alle gepflanzt. Ich weiß nicht, wo, also ich weiß gerade nicht, wo die lagen. Sie waren auf alle Fälle nicht im zugehörigen Stockpile. Aber sie wurden auf alle Fälle in Massen gepflanzt. Gut, Cave Beat ist nicht ganz voll. Aber okay, haben wir wahrscheinlich noch zu wenig für.